Es ist, wenn ich mich nicht verzählt habe, die 9. Folge hier bei Abraham Lincoln im Leader Pass. Willkommen zurück bei Civilization 6 mit Let's Splinter. Ich freue mich wie immer, dass ihr einschaltet und ich habe es hier in diesem Let's Play länger nicht mehr gemacht. Es ist meine berühmte Aussage, die kleinstmögliche aller Werbeformen. Lasst mir doch sehr, sehr gerne auf YouTube ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen. Würde mich sehr darüber freuen, denn es kommen immer mehr hinzu und es macht wirklich massiv Spaß, Videos aufzunehmen und euch als Zuschauer hier zu haben. Insofern nochmal ein herzliches Dankeschön. Wir steigen in diese Folge ein und in der letzten, wer die nicht gesehen hat, ihr wisst Bescheid, einfach nochmal reinschauen. Wir haben die Leylinien entdeckt und guckt euch mal diese Planung hier an. Im Osten unseres Reiches, östlich von New Orleans, Washington und südlich von Boston. Das gibt sehr, sehr schöne Städte, auch wenn wir gucken müssen, wie wir die Produktion hinbekommen. Gerade hier unten, ein Riesenthema. Aber dafür müssen wir gucken, dass Rom, die hier sehr gut eingeengt sind, nicht auf unsere Insel übersiedeln. Haben die hier noch Platz? Ja, also hier drüben könnten sie noch eine Stadt gründen. Und hier oben, östlich von Ayutthaya, wo wir Souzeränen sind, dankenswerterweise ist auch noch Platz. Aber wenn die hier um die Ecke kommen, haben wir ein massives Problem, denn da wollen wir siedeln. Wir kommen hier leider nicht näher dran. Hier hinten verbirgt sich noch eine Ziff, sehen aber leider nicht so weit für den Moment. Überspringen die Runde. Und unser Bogenschütze. Boah, entdeckt, dass wir hier nicht durchkommen. Auf dem Weg zu Zingi. Aber wir können durchs Wasser. Das ist nur eine See. Müsste also klappen. In 3 Runden der Siedler in Washington. Wir sammeln viel Gold. Das ist nötig aus verschiedensten Gründen. Brauchen hier unten den Handwerker in St. Louis. Der ist in, boah, 15 Runden da. Das ist ein bisschen weit hin. Frage ist, ob wir den nicht vielleicht in 2 Runden kaufen und hier schon mal wechseln. Die Frage ist, wohin? Wir hätten einen Plus-3er Campus zur Verfügung. Warten noch auf die Ausbildung. Die bekommen wir durch die 3 Minen, damit wir das Industriegebiet bauen können. Und insofern würde sich, wenn dann nur das Handelszentrum hier unten anbieten. Die Wassermühle gibt den Boost fürs Bauwesen. Ja, ich glaube, wir gehen auf die Wassermühle. St. Louis wächst und wächst wegen diesem Wahnsinns-Teeluxusgut hier. Gehen auf die Wassermühle, um den Boost abzugreifen. Und holen uns in 2 Runden hier einen Handwerker, um mindestens das Eisen und das Jade-Luxusgut zu modernisieren. Wenn nicht gar den Tee, den wir hier doppelt haben übrigens. Und steigen mit diesem Wissen in die nächste Runde ein. Offene Grenzen für 62 Gold sind nicht das, was ich mir vorstelle, ehrlicherweise. Das Problem ist, von hier sehe ich auch nicht. Die Frage ist, von wo kommt Rom, falls sie siedeln? Wir könnten annehmen, dass sie nur die Küstenfelder momentan befahren können und dann wäre es definitiv hier oben rum. Allerdings haben sie einen doppelten Wissenschaftsertrag im Vergleich zu uns. Gucken hier also einmal raus und warten auf die Dinge, die da kommen. Können hier leider nicht drüber, müssen hier Richtung Westen ausweichen. Sehen noch einen Berg im Weg, aber da kommen wir dann relativ gut voran. Ja, mit dem Krieger werden wir hier auch Richtung Norden fahren, um potenzielle Besiedlungsexperten fernzuhalten. So, und wir haben die Möglichkeit, mit dem Handwerker eine weitere Aktion auszuüben. Hatten gesagt, wir können eine Industrie errichten auf dem Kakao-Luxusgut für plus 20% Wachstum und 3 Wohnraum, was echt gut ist. Die Frage ist, wollen wir das oder modernisieren wir erstmal hier das Kakao-Luxusgut, was uns letzten Endes nur plus 2 Gold geben würde. Die Frage ist, wie die Loyalität hier steht. 33 plus, das ist alles vollkommen in Ordnung in Washington, denn Plantagen, also Modernisierung von Luxusgütern, die zu Plantagen führen, geben für Abraham Lincoln vom Leader Pass minus 2 Loyalität. Und ich glaube, ich errichte dann hier echt eine Industrie. Auch weil die Stadt dann wirklich gut wachsen wird. Auf der anderen Seite das Problem ist, dass wir nicht sofort eine Industrie hier errichten können. Und eigentlich ist Washington besser geeignet, um all die Boni abzugreifen. Ja, wisst ihr was? Wir gehen hier tatsächlich. Wir könnten natürlich auch hier die Industrie errichten. Schon auf dem fertigen Luxusgut. Wir generieren hier sowieso nur 2 zusätzliche Gold. Wir gehen hier runter und machen das in Washington. Versuchen hier weiter zu erkunden. Diese Galeere kommt zurück. Die hat hier. Ja, wobei, hier könnten wir noch versuchen durchzukommen. Das müsste Küste sein. Boston hier oben auch mit 7 Bevölkerungspunkten. New Orleans hat den Campus.
Kornspeicher möglich, insbesondere vor dem Hintergrund, in 4 Runden fertig zu sein. Guten Produktionswert hier, damit die Stadt besser und schneller wächst. Das Geld dafür können wir nicht aufwenden, denn wir werden hier unten jetzt einen Handwerker kaufen. Ja, die Frage ist, na, wir werden erstmal die Felder drumherum modernisieren. Was ist, wenn der Novarup da ausbricht und der Handwerker noch 3 Aktionen hat? In 4 Runden wird das Jadefeld hier erschlossen. Das sollte mir langen. Hier kommen wir gut voran mit dem Speer, das freut mich insbesondere. Bogenschütze geht hier eins in den Norden und der Krieger ist, wie gesagt, auf dem Weg zur Unterstützung. Oh, und hier ist Rom. Tatsächlich, da kommen wir wohl durch. Da haben sie gesiedelt. Mit ihrer 5. Stadt. Sind das auch alle? Ja. Es gibt die Grundstadt, die Hauptstadt und die Städte, die verhandelbar sind. Das heißt, ihr müsst immer diese Städte hier plus 1 rechnen. Das heißt, Rom hat gerade die 5. Stadt hier, Lugdunum, gegründet. Und das direkt bei Zingi, was wir noch entdecken möchten und werden in der nächsten Runde. Freut mich natürlich insbesondere, weil wir dadurch erstmal ein bisschen Ruhe in unserem Gebiet hier unten haben werden. Hier übrigens immer noch eine Stadt möglich, aber minus 8 mittlerweile an Loyalität. Zu Beginn an dieser Stelle hatte ich mal zu dem vorigen oder vorletzten Video eingestellt. Nicht wirklich realistisch, aber zumindest Möglichkeiten, sich zu entfalten, denn wir sind ein Stück weit begrenzt. Ich weiß nicht, hier im Westen scheint ein Gegner zu sein. Es könnte sein, dass unser Entfaltungsdrang sich hier schon abebben wird. Außer hier unten, hier sehe ich glaube ich auch Küste. Ja, ich mache hier mal einen Pin hin, um zu signalisieren, dass ich hier eventuell noch Land finde, was ich besiedeln könnte. Wenn Rom es allerdings nicht tut, waren sie entweder dort unten noch nicht oder es gibt dort einfach zu wenig. Das werden wir dann sehen müssen. Schön hier immer die Gewürz-Luxusgüter. Zeitalterpunkt gibt's für... Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. Ja, und da habe ich einen Fehler gemacht. Die Leibeigenschaft jetzt drin. Neu ausgebildete Handwerker bekommen 2 zusätzliche Bauaktionen. Und das hätte ich mal gerade noch eine Runde abwarten können mit dem Handwerker. Bauernhofmodernisierung plus 1 Nahrung, das ist okay. Steigbügel bekommen den Boost. Und wir entdecken... Zingi. Und ja, sie wird dir das hübsche Gesicht zerschneiden. Zingi ist entdeckt. Wahnsinnsfelder drumherum. Wow, also da zu siedeln, inklusive der Anziehungskraft, die es hier gibt... Widmungsbonus ist klar, Zeitalterpunkt und für die Entdeckung des Naturwunders noch eins. Wir sind auf einem guten Weg. Noch 7 Punkte benötigt. Ja, hier tanken wir uns jetzt an Kumasi vorbei. Endlich. Der Siedler ist auch da. Endlich. Und der gründet hier eine wunderbare Stadt. Die Ahnenhalle. 15 Runden wohlgemerkt. Aber erhöhte Produktion für Siedler und neue Städte bekommen den kostenlosen Handwerker. Die Frage ist, was gewinnen wir mit diesem einen Handwerker an Produktion? Wir können uns das angucken, indem wir hier unten lang gehen. Denn hier würde ich natürlich gerne den Boost abgreifen. Keine Frage. Feudalismus ist da. Wir können Gesandte erhalten. Ich gehe aber eher auf die öffentliche Verwaltung. Marinetradition sehe ich momentan nicht im Boost. 4 Handelswege auch nicht. 2 Märkte. Puh. Also da hakt es ein bisschen in Sachen Kultur. Wir werden schnell vorankommen müssen. 7 Runden hier oben noch. Washington, wie gesagt, die Ahnenhalle. Ansonsten Kornspeicher noch nicht notwendig. Die Wassermühle nehmen wir mit. Stadtbauer nehmen wir mit. Petra wird hier nicht fertiggestellt momentan. Es kann aber nicht mehr lange dauern. Denn die Khmer sind da schon länger dran. Und ansonsten gibt es noch Einheiten hier zu produzieren. Wir gehen in die nächste Runde. Wohnraum in Charleston ist ein Thema. Jetzt und auf einmal, wohlgemerkt. Wir entdecken einen... Das ist ja Wahnsinn. Ein Siedler von Kumasi? Das gibt's ja nicht. Das ist ja unfassbar. Und der steht da einfach so rum. Die Frage ist, ah, der ist verbunden mit dem schweren Streitwagen. Hier oben die Schotten. Hat sich Kumasi zu Beginn von Schottland etwa einen Siedler geschnappt? Was ist das?
Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wir kunden hier ein bisschen weiter. Ja, die Galeere kommt hier leider nicht weiter. Im Osten von Rom. Ja, hier können wir das Teeluxusgut modernisieren. Gibt uns eine Nahrung, zwei Gold und eine Kultur. Ja, wir sind aber bei den Minen momentan, notwendigerweise. Zwei Runden zur Ausdehnung hier fürs Jade-Luxusgut. Das passt also in Sachen Micromanagement relativ gut aufeinander. Wir erkunden hier die Ostseite von Schottland und sehen Roxburgh. Relativ große Stadt neben Stirling. Ah, hier, das ist jetzt wirklich zu beachten. Wenn die sich einmal lösen, na, wir reden Julius Caesar zu wenig. Botschaft und Gold nehmen wir gerne. Das Problem von Schottland ist natürlich, dass er Suzerän von Kumasi ist. Und wir entdecken Vilnius. Und Haddington. Gucken an, was Vilnius kann. Auch hier Suzerän Robert, der relativ viel Kultur dadurch generieren wird auf lange Sicht. Alle Theaterplatzbezirke erhalten für die höchste aktive Allianzstufe plus 50% Nachbarschaftsbonus. Nicht so spannend für uns. So, wir bekämen 85 Produktion, wenn wir den Wald hier abroden. Dann wären wir bei 115. Boah, da müssten wir echt nicht mehr lange warten. 85 ist ein mächtiger Boost auf die Ahnenhalle. Und unser Siedler braucht ja mindestens noch zwei Runden. Wir machen das. Wir schieben das Ganze hier eine Dekade mit der Industrie des Kakaos. Und in vier Runden die Ahnenhalle da. Ja, wir decken hier den nächsten Vulkan. Mine für die Eisenverarbeitung. Ja, das ist die Eisenmine. Gibt uns hier den Boost auf die Schwertkämpfer. Widmungsbonus ausgelöst. Leider hier immer noch nicht die Möglichkeit rüberzuschauen. Hier gibt es schon ein Feld hinzu, wenn ich das richtig sehe. Ah, ist das ärgerlich. Galeere kommt zurück. Und der Siedler muss jetzt hier leider noch ein paar Runden warten. Offene Grenzen sind ihm hier nicht viel wert, dem Schotten. Wir lehnen das ab. Bleiben da hart. Hier oben fünf Runden der nächste Siedler. Ist natürlich auch großartig. Problem ist, ich würde ja mit dem hier runtergehen, um noch ein paar Runden zu sparen, aber hier ist gar keine Produktion möglich. Sodass die hier fast schon sinnvoller ist, die Stadt. Womit wir natürlich alles abgedeckt hätten. Frage ist tatsächlich, ob wir hier rübergehen. Wir können die Krabben anschließen. Wir könnten die Schafe für den Beginn modernisieren. In drei Runden ist die Ahnenhalle da. In vier der Siedler. Wie lange braucht er hier raus? Ja, es sind vier Runden nochmal on top. Dann wären wir bei 8. Naja, dann müssen wir das wirklich hier leider erstmal so machen. Aber wir schieben tatsächlich wegen der Ahnenhalle und dem kostenlosen Handwerker die Gründung der Stadt noch ein bisschen. Weil der Handwerker kann potenziell auf dem Regenwald Sägewerke errichten. Er kann die Eisenmine anschließen und damit der Stadt einen erheblichen Boost zu Beginn geben. Wenn wir das noch kombinieren würden... Na, das schaffen wir aber nicht. Habe ich hier vorne noch irgendwo was offen? Nein. Wenn wir das noch kombinieren würden mit einem Wechsel auf die Tatsache, dass neue Handwerker 5 Aktionen bekommen, dann müssten wir 2 zusätzliche Runden warten. Die Frage ist, was kann er dann noch modernisieren? Wobei, er kann natürlich hier oben... Puh. Also es ist eine knappe Geschichte. Wir könnten eine Mine auf dem Wüstenhügel hier setzen. Produktionsstark ist das Ganze auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es hier lohnt, dann wenigstens noch gerade die 3 Runden zu warten. Wir bekommen Eisen und dadurch Gold. Das ist schon mal gut. Wir erkunden hier gerade in den Norden. Hier unten können wir eh nichts machen, solange Kumasi da direkt verbunden ist miteinander. Boah, hier Leylinien. Wow, direkt am Vulkan gelegen. Ja, der Siedler muss, wie gesagt, leider überspringen. Es tut mir leid. Hier, das tut mir übrigens auch und immer noch leid. New Orleans hat den Kornspeicher durch. Stadtmauern geben einen Boost für die Aquädukte. Allerdings können wir da eine Karte reinnehmen zu gegebener Zeit. Plus 100% Produktionsbonus für defensive Gebäude. Insofern die Frage, ob wir hier nicht auch einen Siedler einsetzen sollen.
wahlweise die Bibliothek, aber die kann man sich auch kaufen. Handwerker auch möglich. Gibt noch viel zu modernisieren. Die Seals, hier können wir noch Nahrung wegnehmen. In 10 Runden. St. Louis ist auch echt ungünstig gelegen, muss ich mal gerade festhalten. Hätte liebend gern noch eine Stadt hinbekommen. Das ist tatsächlich nicht möglich, weil ich es nicht genau bedacht hatte. Beziehungsweise die Stadt relativ schnell wachsen lassen wollte. Ich glaube schon, dass ich das bedacht habe. Und auch begründet habe, warum ich hier direkt neben dem Teeluxusgut siedle. Eine zweite Stadt wäre definitiv angenehmer gewesen. Aber wir hätten hier unten direkt neben dem Vulkan siedeln müssen. Das wäre also auch nicht so lupenrein. Was machen wir in New Orleans? Handwerker, Siedler, Bibliothek für mich momentan keine Option. Die Stadtmauern auch nicht. Wenn wir hier den Siedler setzen, können wir hier die Stadt besiedeln. Die ja dann erst zum Produktionsbonus hier unten beiträgt. Wir machen das, glaube ich. Handwerker hat noch Zeit. Vor allen Dingen müssen wir dann die Karte entsprechend reinnehmen. Stützpfeiler werden jetzt fertig für den Staudamm. Architekten sollten genauso wenig in Städten leben wie Kunstmaler. Damit sind die Stützpfeiler erforscht. Das ist gut. Wir gucken noch mal kurz Richtung Norden. Drehen hier eine schöne Runde mit unserem Speer. Und decken hier echt viele Leylinien auf. Das ist fast schon frech. Hier gucken wir runter, sehen aber nicht viel mehr. Der Siedler überspringt leider immer noch die Geschichte in 2 Runden. Gucken, ob wir die Sache hier jetzt beschleunigen können. Augenscheinlich nicht. Wenn wir allerdings auf Nahrung gehen, bekommen wir schon das Wachstum in der nächsten Runde. Die Frage ist, welches Feld wird dann bewirtschaftet? Es dürfte und hoffentlich eins mit Produktion sein. Also eins der Wälderfelder. Und insofern gehen wir hier einmal auf die Nahrung und hoffen, eine Runde einsparen zu können. Und dann nehme ich euch auch gerne noch mit. Den gesamten allerdings lasse ich mir auf. Ich hoffe, ich denke danach da dran. Eisenverarbeitung gibt in einer Runde den Schwertkämpfer. Und dann gucken wir, ob in Washington jetzt hier das Thema erledigt sein wird. Hier gibt es die Ausbildung auf jeden Fall den Boost. Heureka dafür. Und insofern gehen wir dahin und dann auf die Eisenverarbeitung. Das ist nochmal ziemlich entscheidend jetzt gewesen. Dritte Mine, Ausbildungsboost, Industriegebiete ab der nächsten Runde möglich. Sehr, sehr gut für uns. Sehr, sehr gut. Wir haben hier ein römisches Schiff gesehen. Ja, und jetzt hoffe ich hier tatsächlich, dass wir eine Runde einsparen. Und die Ahnenhalle da ist. Und ein Gouverneurtitel hinzukommt. Bauwesen bekommt den es Boost. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen. Meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Nein, und es hat nicht gereicht. Sei es drum, in der nächsten Runde ist es dann soweit. Wir sehen uns also da wieder. Es lohnt sich, in der nächsten Folge einzuschalten. Ihr wisst über alles Bescheid, wenn ihr die letzten 90 Sekunden gesehen habt. Bis dahin, macht's gut, euer Let's Splinter. Ciao, ciao.